Ja, hallo. Heute darf ich in unserem Gespräch Andreas und Juliane Ramp aus dem Haarhaus Ramp in der Stuttgarter Innenstadt begrüßen. Ihr seid ja schon sehr, sehr lange auch sehr, sehr erfolgreicher Great Lengths Partner, habt auch den Platin-Status und habt wie alle Friseure herausfordernde, spannende, aber vor allem auch nie dagewesene Wochen und Monate erlebt. Und jetzt wollte ich euch gerne fragen, wie habt ihr euch denn auf die Neustadt vorbereitet? Also abgesehen von den Hygienemaßnahmen, die alle Kollegen und auch wir eben berücksichtigen müssen, haben wir uns diesbezüglich vorbereitet, dass wir persönlichen Kontakt mit den Kunden gesucht haben, auch mit unseren Stammkunden. Also zwar über die sozialen Medien natürlich, über den aktuellen Stand informiert haben, aber unsere Stammkunden und im Speziellen unsere Great Lengths Kunden angerufen haben und gezielt Termine vergeben haben, um nicht am Eröffnungstag dann überfallen zu werden mit Anrufen. Wir haben es eben so geregelt, dass wir die Kunden oder auch die Great Lengths Experten selber ihre Kunden angerufen haben, die Termine vereinbart haben und so konnten wir für uns das gut nach Dringlichkeit auch sortieren und ja, das war unsere Vorbereitung. Ja, jeder wollte wahrscheinlich der Erste sein. Ne? Nach so langer Schließung ist ja schon der Nachwuchs da oder die Extensions sind rausgewachsen, ein Wechsel ist notwendig. Gell? Habt ihr Erkenntnisse auch aus der Krisenzeit für die Zeit danach mitgenommen? Ja, eben gerade dieser persönliche Kontakt, finde ich, dass das mehr und mehr wichtig war. Wir haben auch gemerkt, wenn der Mara oder der Benny, wenn die ihre Kunden angerufen haben, dass es denen auch ein Bedürfnis war, ihre Situation zu erzählen. Das ist zeitlich dann schon auch manchmal ein bisschen ausgeartet, weil es einfach den Kunden ein Bedürfnis war, zu erzählen. Aber umso wichtiger fanden wir, dass es der persönliche Kontakt, dass es das ausgemacht hat auch, dass ich und weil die Great Lengths Kunden, finde ich, auch einfach treue Kunden sind, die jetzt nicht einfach woanders hingehen würden, weil sie jetzt zeitnah keinen Termin finden. Deswegen haben wir festgestellt, dass es wichtig ist, darin direkten Kontakt zu halten auch. Und wie habt ihr Great Lengths in der Zeit des Lockdowns wahrgenommen? Also Great Lengths war für uns ein sehr, sehr wichtiger Partner, vor allen Dingen, weil man auch gemerkt hat, dass das ohnehin persönliche Vertrauen noch intensiver geworden ist. Man hat das Gefühl gehabt, dass bei jedem Anruf, wo wir angerufen haben, auch während des Lockdowns, dass immer noch mal nachgefragt wurde, können wir sonst noch für irgendwas für euch tun? Braucht ihr Informationen oder fehlt euch noch irgendwas? Also da hat man auch da gemerkt, ja, so groß die Firma auch ist, aber trotzdem ist ein Familiengedanke dahinter und das war für uns auch sehr, sehr wichtig und angenehm. Und wir waren auch überrascht, dass in den Zeiten, wo auch Grenzschließungen natürlich auch da waren, dass die Ware kam, dass wir unsere Kunden versorgen konnten. Wir haben in der Zeit eben auch mit unserem Online-Shop sehr viel Kunden erreichen können mit Pflegeartikeln und das war eben wichtig, dass da die Lieferkette nicht abreißt, was bei manchen anderen Firmen schon der Fall war. Wir haben festgestellt, dass bei anderen Firmen das Personal eben auch runtergefahren wurde, natürlich. Und das hat bei Great Lengths wunderbar funktioniert. Also da haben wir von unserer Seite aus eigentlich auch immer wieder ein großes Dankeschön euch gegeben und haben aber uns sehr aufgehoben gefühlt. Sehr schön. Und welche Erfahrungen habt ihr mit den Great Lengths Kundinnen während des Lockdowns gemacht? Ja, also ich glaube, man hat sich gegenseitig noch mal mehr schätzen gelernt auch. Und durch den persönlichen Kontakt war es uns eben auch möglich, Pflegetipps zum Beispiel eben auch während dieses Lockdowns noch mal direkt weiterzugeben, um die Kunden gut über die Zeit zu bringen. Wir haben vielleicht auch intuitiv im Vorfeld vieles richtig gemacht. Wir haben bei uns ja, bieten wir an, dass die Kunden regelmäßig kostenlos zur Kontrolle kommen können. Und das hat auch viel gebracht, weil wir haben, glaube ich, dadurch nicht so einen extremen Überhang gehabt. Das heißt, der Kunde war vielleicht sowieso 6 Wochen vorher bei uns und wir haben vielleicht die ein oder andere Strähne ohnehin schon ausgetauscht. Und es gab, glaube ich, keinen einzigen
Fall, wo eine Kundin nahe am Nervenzusammenbruch war, weil irgendwie die Strähnen nicht mehr saßen, sondern ja, es war vielleicht für die eine oder andere Kundin auch eine Bestätigung, dass unser System gut funktioniert, dass die Kunden eben diesen Kontakt haben und man sie eben nicht nur am Tag der Einarbeitung und vielleicht am Tag des Entfernens sieht, sondern dass man sie zwischendrin auch immer wieder kontrolliert hat, die Kundin, oder dass sie auch gemerkt hat, wir haben ein Auge drauf. Und so haben wir im Grunde genommen diesen Shutdown auch gut überstanden, gemeinsam, Kundin und wir. Ja, der Friseur ist ja auch eine ganz wichtige Vertrauensperson oft. Gell? Man hatte da schon sehr enge Bindungen auch, der Friseur und das Kunde im Salon. Ja, absolut. Ja. Also ich denke auch, dass es auch im Team bei uns lehrreich war, dass man schon einen Stellenwert auch erfahren hat, den man aber auch erfüllen muss. Also ich denke auch, dass die ein oder andere Kundin gemerkt hat, wow, Gott sei Dank bin ich bei der und der Mitarbeiterin bei HRAM. Und umgekehrt glaube ich aber auch, dass die ein oder andere Mitarbeiterin oder Mitarbeiter gemerkt hat, okay, ich glaube, das ein oder andere ist wirklich wichtig, dass wir ein gutes Auftreten haben, ein harmonisches Umfeld haben, weil die Kundin eben doch sich bei uns geerdet fühlt. Und wenn man ihr das wegnimmt, ist sie unruhig oder ist sie auch vielleicht unsicher, gerade bei Extensions. Mhm. Und dass wir ihr da den persönlichen Kontakt auch über die Zeit hin weiter aufrechterhalten haben, das war, glaube ich, enorm wichtig. Mhm. Ja, dann vielen Dank mal für den Einblick, den ihr uns da gewährt habt. Ich wünsche euch weiterhin dann alles Gute, auf dass es auch wieder ein sehr erfolgreiches Jahr wird, wie in den letzten Jahren, auch wenn man wahrscheinlich nicht alles im gleichen Ausmaß umsetzen kann. Und ich freue mich auf unseren nächsten persönlichen Kontakt. Alles Gute für euch bis dahin. Danke. Wir danken euch. Auch. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.